Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen wieder ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Und zwar machen wir ja eigentlich immer 5 Kisten auf. Diesmal wird es ein bisschen anders laufen. Ich habe nämlich versehentlich eine schon aufgemacht, habe draufgeklickt und da war aber leider gar nichts drin. Ich kann euch mal zeigen, was wir jetzt aufmachen werden. Und zwar habe ich einmal eine Kiste der Aufgestiegenen, einmal eine Kiste des Hofs der Ernter, dann einmal eine Kiste unvergängliche Armee und dann haben wir noch eine zweite Kiste der unvergänglichen Armee. Die sind aber blöderweise einzigartig, dementsprechend muss ich die gleich rausnehmen. Und ich hatte von der letzten Fraktion, die Wilde Jagd, auch noch eine, die habe ich aber versehentlich schon aufgemacht. So, wir machen jetzt dementsprechend nur 4 im Video auf. Lassen trotzdem die 5 mit dran stehen, dass ich quasi am Ende weiß, wie viele Kisten ich insgesamt aufgemacht habe. Aber die eine Kiste, da war nichts drin. Die Wilde Jagd, müsst ihr euch jetzt einfach denken, dass ich die anklicke und quasi nichts rausgezogen habe, außer halt das Übliche, was drin ist, ein bisschen Gold und Konsorten. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Machen wir als erstes hier die Kiste der unvergänglichen Armee auf, würde ich sagen. Da habe ich nämlich noch eine zweite und Mount. Das Mount ist drin, jawoll! Da ist es! Da ist es einfach. Ja, gut. Okay. Da haben wir schon mal das erste Mount rausgezogen. Nice. So, jetzt muss das Glück mir hold bleiben. Dann machen wir mal die Vorräte der Ernte auf. Gut, da war jetzt nichts drin, aber ich habe das Mount schon. Also alles easy. Alles easy. Und dann machen wir noch die Vorgeräte der Aufgestiegenen auf. Was haben wir denn da gekriegt? Da haben wir noch einen Toy bekommen. Jetzt lacken wir aber rein. Und dann nehmen wir die letzte Kiste noch raus, hätte ich gesagt. Und zwar haben wir jetzt nochmal die Kiste der Vorräte der unvergänglichen Armee. Kann da überhaupt noch was drin sein? Ich glaube, ein Pet kann noch drin sein, oder? Schauen wir mal. Und, Pet? Nee. Auch zu schön gewesen. Nice, wir haben gleich 2 Items rausgezogen. Sehr, sehr schön. Und zwar haben wir einmal defektes Goliath-Handstück haben wir rausgezogen. Ein Toy. Und dann Massakerklaue, so rum heißt das Ding. Und das können wir uns jetzt hier mal im Ding anschauen. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Ah, das ist, glaube ich, das letzte von diesen Rockviechern, ne? Da habe ich ja mittlerweile schon 2 Stück mir geholt. Ich glaube, eins von Giga und ich hatte mir eins von dem Blub, von dem komischen Becken da hinten geholt. Hier von dem Reservoir, ne? Der gemischten Monstrositäten. Da gab es auch nochmal ein Viech. Können wir uns auch mal kurz reingucken. Die hießen, glaube ich, alle Rock. Da waren die drin, ja genau, der sieht zumindest ähnlich von der Farbgebung aus. Da haben wir noch einen, ja cool, nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Dann haben wir auf jeden Fall diesmal ziemlich reingelackt. Ich muss mich dann mal noch ausgiebiger informieren, was ich jetzt eigentlich noch für Kisten brauche. Aber dafür, dass wir jetzt insgesamt 10 Kisten aufgemacht haben, schon, ich glaube ein Pet habe ich schon, 2 Toys habe ich jetzt. Und ein Mount, das ist doch schon eine relativ gute Ausbeute. Ich glaube, mir fehlt gar nicht mehr so viel. Ich meine, ein zweites Mount war irgendwo noch im Spiel und ich glaube, ein paar Pets noch. Vielleicht nochmal ein Toy oder so, aber die Hälfte müsste ich jetzt schon haben. Also die Drop-Chance ist doch wesentlich besser, als sie jetzt in BFA war. Und ich denke mal, die Leute, die meine Openings geguckt haben oder selber die Kisten in Legion gefarmt haben, denen brauche ich nicht sagen, dass die Chance um das X war halt besser, zumindest scheint, ne? Oder ich hatte richtig Luck. Also in Legion, da habe ich ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Kisten aufgemacht. Ich glaube, ich habe ein Opening mit über 100 Kisten aufgemacht und da war nicht sonderlich viel drin. Nicht mehr, als ich jetzt hier bei den 5 Kisten hatte. Naja gut, ich freue mich auf jeden Fall und ja, ich sammle jetzt wieder ein bisschen Ruf und sobald ich wieder genug habe, melde ich mich wieder an der Stelle. Ich verabschiede mich. Und drückt euch die Daumen, dass ihr auch ein bisschen Glück habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.